Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Princess Peach Showtime. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Show von Princess Peach Showtime. Ja, beim letzten Mal habe ich Blut, Schweiß und Tränen vergossen, vor allem Tränen, beim Backen von Keksen. Und heute werde ich nochmal leiden beim Backen von Keksen. Beziehungsweise gehe ich davon aus, dass ich dabei leiden werde. Denn wir haben wieder irgendwas mit Backen vor uns. Wir müssen nämlich einen weiteren Funkeli retten, den Patissieren-Funkeli. Und dafür müssen wir zu den verzauberten Leckereien. Wir haben zwar nur 5 Sterne vor uns, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass ich ultra leiden werde, wenn ich jetzt da reingehe. Also wenn ich das First Try schaffe, dann bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. Aber ich glaube da überhaupt nicht dran. Gehen wir rein. Let's leiden. Dann suchen wir mal den Funkeli. Oh! Direkt das Feld! Oh, wenigstens mal kein Stress. Ja, ihr könnt nicht backen, ich weiß. So viele Kekse für 2 Leute. Ich glaube, er wird kontrolliert. Für wen genau habe ich jetzt Kekse gebacken? Ich lasse mich gerade extra noch aus dem Bild. Steht hier irgendwo einer, der einen Kekse haben will? Ach du, hier, guten Appetit. Oh nee. Wir haben ja schon gelernt, einfach gedrückt halten. Das passt schon. Das wäre Etage Nummer 1. Scheinbar nicht. Also wenn sogar ich gegen dich gewinne, dann muss das ja was heißen. Mann, bist du langsam. Hast du denn noch nicht mal die zweite Etage fertig? Bon appétit!
Nur ein Stern? Da kommt noch was. Wahrscheinlich mal ein großer Albtraum. Die Kuchen, die sind kein Problem, ne? Muss man an der Stelle mal erwähnen. Die Kuchen sind wirklich überhaupt kein Problem. Das, was einen eher zur Weißglut bringt, sind die Kekse. Naja, wenigstens etwas. Ja, ich darf wahrscheinlich nochmal Kekse backen und Kekse werden mich zu Weißglut bringen. Ich weiß es. Ich glaube, du hattest ein paar Kekse zu viel. Muss ich nur gewinnen oder muss ich Perfektion liefern? Ich will wahrscheinlich immer genau dort backen, wo sie backt. Damit ich auch die wesentlich besseren hinbekomme. Hä? Ja, ich weiß jetzt schon, dass ich nochmal machen kann. Oder kann ich auf denselben Teller nochmal was draufsetzen? Ja, kann ich. Ich muss nur schneller sein als der andere. Du hast gerade keine Arschbombe auf mir versucht, oder? Wieso verkacke ich das? Ich hasse das Backen in diesem Spiel. Du drückst nur ein einziges Mal zu viel. So, ich habe sogar weit mehr als drüber. Bitte sag, dass ich 2 Sterne bekomme. Ich hasse das Backen wirklich. Bitte gib mir auch noch den 2. Stern, bitte. Bevor ich weine. Ich glaube, das Problem war, dass ich wirklich nicht Perfektion geliefert habe. Wenn ich jetzt nicht einen 2. dadurch kriege. Puh, ich muss doch nicht nochmal hier rein. Dieser Stress. Wenigstens durfte ich hier auch reinpfeifen. Ey, beim vorherigen Level, ne? Ich habe das ja beim letzten Part schon erwähnt.
Ich habe eine Dreiviertelstunde gebraucht, weil ich immer das letzte Teil verkackt hatte. Jedes Mal aufs Neue. Wenn man so mittendrin, so bei Sekunde 30 verkackt hätte, konnte man sagen, okay, lass die durch, ich verliere ein Leben. Aber wenn du so bei den letzten 10 Sekunden warst, dann hast du das Problem, okay, ich darf jetzt komplett das ganze Level nochmal von vorne machen. Deswegen mochte ich die Bug-Level jetzt überhaupt nicht. Auch bei dem vorherigen, also beim ersten, da habe ich auch mindestens eine halbe Stunde gebraucht, weil ich mich einmal durch das ganze Level nochmal quälen musste. Die Bug-Level sind mit Abstand die schlimmsten Level. Danke, dass ich hier wenigstens reinpfeifen durfte. Und das habe ich jetzt für diese wunderschönen Bilder getan. Einfach nur schön. Das vom Cowboy, das hatte ich mir gar nicht angeschaut. War auch schön. Na gut, ne? Dann gehen wir mal eben kurz auf die erste Etage beziehungsweise ins Foyer. Wir haben bestimmt irgendwas jetzt wieder freigeschaltet. Stimmt, kann ich mir jetzt hier was kaufen. Ja, hatte sehr Spezialkleid. Muster finde ich jetzt nicht so schön. Patisserie ist wahrscheinlich ganz oben. Da ist das Patisserien-Spezialkleid. Die Mehrfachschleife sieht aber schön aus, aber ich finde, die Funkelschleife sieht immer noch am schönsten aus. Nebenbei hier bei Sammlungen, da gucke ich hauptsächlich nur rein, wenn ich irgendwie hier Kostüme freigeschaltet habe. Aber guck mal, das Hauptzeug haben wir schon, ne? Also so viel fehlt nicht mehr. Auch Musik haben wir nicht so viel zum Freischalten. Aber ihr seht, wie viel wir schon freigeschaltet haben. Ich laufe eben kurz zur zweiten Etage hoch. So. Ist der zweite Funkel hier oben irgendwo? Ja, da ist sie. Ja, das beruhigt manchmal wirklich. Wir haben auf der Etage nur noch ein Level vor uns. Und das ist das Lied des Meeres. Da gehen wir aber erst beim nächsten Mal rein. Dann haben wir wieder einen weiteren Bosskampf vor uns. Wir können ja mal eben kurz rechnen, ne? Wie viele Etagen es wahrscheinlich gibt. Also, uns fehlen ja Bandit, Eiskunstlauf, Meisterdieb. Hier plus das, was jetzt noch kommt. Ich würde mal so schätzungsweise sagen, dass es noch mindestens 3 Etagen kommen werden. Wird spaßig. Die schlimmsten Level haben wir ja jetzt hinter uns. Wir haben das Backen nicht mehr vor uns. Sorry, wenn ich da toxisch wirke, aber die Kochlevel bzw. die Backlevel, die waren schrecklich. Also das waren die einzigen Level bisher, die mir überhaupt keinen Spaß gemacht haben. Sag ich, wie es ist. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr alle Spaß mit der heutigen Show hattet. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao Leute, bis dann.